Domradio Morgenimpuls Podcast. Jeden Montag bis Freitag hören Sie bei uns im Domradio den Morgenimpuls. Wieder mit Schwester Katharina. Ich bin Olper-Franziskanerin und freue mich, mit Ihnen jetzt zu beten. Ich bin vor ein paar Tagen mit meiner Nichte, die bei mir zu Besuch war, ein bisschen weiter ins Sauerland hinaufgefahren. Wir wollten auf einen Turm steigen und das Land anschauen und ein bisschen dort oben spazieren gehen. Hier in Olpe war aber an dem Morgen so dicker Nebel, dass wir uns erst nicht getraut haben, loszufahren und noch eine halbe Stunde gewartet haben. Und dann, nur ein paar Kilometer weiter und Höhenmeter höher, konnten wir wirklich zuschauen, wie sich der Nebel lichtet, die Sonne strahlend am blauen Himmel steht und die Welt wunderbar glanzvoll vor uns liegt. Und plötzlich hat meine Nichte gerufen, schau mal, da ist der Nebel über dem Dorf, und man kann darüber und drunter schauen. Das war wirklich beeindruckend. Für mich war das ein wunderbares Bild für all die Sachen, von denen wir oft nicht wissen, wie sie wirklich sind. Wenn man direkt unter dem Nebel ist, ist alles nur grau und dicke Suppe über einem. Wenn man direkt darüber ist, sieht man aber das Dorf und die Straßen und die Menschen nicht. Aber über sich einen strahlend schönen Himmel. Und da ist es echt wertvoll, Menschen zu haben, die verschiedene Sichtweisen kennen und nutzen und deren Kompetenz weit über alle Kleinkariertheit hinausgeht. Von Albert dem Großen, dem Dominikanermönch aus dem 13. Jahrhundert, kann man so reden. Er war eigentlich alles. Gelehrter der Theologie, aber auch vieler Naturwissenschaften, Dominikaner und Bischof, Leiter der Klosterschule in Köln und noch vieles, vieles mehr. Seine Schule in Köln hatte ein solches Ansehen, dass sie Studenten aus ganz Europa angezogen hat und als Nachfolgeschule quasi kurze Zeit später die Universität zu Köln gegründet worden ist. Albert spielte in seiner Kölner Zeit auch eine herausragende Rolle in den Auseinandersetzungen zwischen Stadt und Erzbischof. In einem Schiedsprozess am 17. April 1252 und dann nochmal am 28. Juni 1258 gutachtete er zugunsten der Bürgerschaft der Stadt Köln, deren Rechte dann der damalige Erzbischof Konrad von Hochstaden auf sein Anraten hin auch anerkannt hat. Er hat also den Nebel, der über vielen Gegebenheiten seiner Zeit lag, immer wieder gelichtet und eine wissenschaftliche, christliche und menschliche Sichtweise und Herangehensweise bevorzugt, die auch heute ziemlich gut passen würde. Der Morgenimpuls mit Schwester Katharina, Franziskanerin aus Olpe, jeden Montag bis Freitag um 6:15 im Domradio. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf domradio.de.